Vielen, vielen Dank. Super. Danke. Perfekt. Ja, wir treffen uns heute hier, weil ja, wir als Familie Tönnies ganz einfach den Michael als Figur, den er damals für das Benefizspiel 2011 bekommen hat, das war dem MSV-Museum übergeben, weil wir ganz einfach meinen, dass der Micha das auch gewollt hätte, dass der Micha dem Verein MSV Duisburg unheimlich viel zu verdanken hat, gerade den Zuschauern, den Fans, das wissen wir. Ich glaube, die Geschichte kennt ja fast jeder, der mit dem MSV was anfangen kann. Und ich glaube, das hat der Micha so gewollt, das will die Familie. Und deswegen ist das natürlich für uns ein Selbstverständnis, dass wir jetzt ganz einfach auch diesen Papp-Michael dann ganz einfach auch weitergeben. Also ja, jeder, der MSV zu Hause ist, der kennt die Geschichte von Michael Tönnies, nicht nur die fußballerische, auch im Nachhinein, jetzt bis zum Schluss, was er alles gemacht hat. Und ja, für uns ist es eine Riesenehre, sowas geschenkt zu bekommen, überreicht zu bekommen. Das ist ein absolutes Highlight, definitiv. Das ist ganz weit oben anzusiedeln bei unseren Exponaten. Und ich kann da auch nur herzlichen Dank beim Dirk und der Familie Tönnies aussprechen, dass die an uns denken, ist für uns eine unheimliche große Ehre und zeigt, dass das MSV-Museum natürlich auch immer mehr angenommen wird und dass das auch eine gute Heimat für solche Exponate ist. Also ganz tolle Geschichte. Ich glaube, es gibt ja eine gewisse Parallele. Ich glaube, vor dem letzten Aufstieg aus der dritten Liga war der Michael ja mal bei der Truppe, hat zur Truppe gesprochen aufgrund seiner Leidenszeit und hat da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich glaube, identisch würde er es diesmal machen. Seinen Überlebenskampf, den er angenommen hat durch die Duisburger Fans, hat sich damals dann auf die Spenderliste setzen lassen, dass er das halt den Spielern jetzt versucht zu vermitteln, weil auch sie, wenn es halt aufs Sportliche übertragen wird, einen Überlebenskampf, einen Abstiegskampf haben. Und wenn man das halt aufs Privatleben halt rüber projiziert, glaube ich schon, dass man da viele Inhalte mit rübernehmen kann. Dass es mehr gibt wie Fußball sicherlich, aber dass das auch im Fußball dann halt Kräfte freisetzen kann, wenn man so ein menschliches Schicksal halt hat, wie der Michael es halt hatte. Und ich glaube schon, wenn er das vermitteln kann, glaube ich schon, dass das auch den MSV-Spielern einen großen Schub geben könnte. Ich wünsche euch natürlich für morgen alles, alles Gute. Ich glaube schon, dass der Micha von seiner Wolke sicherlich zugucken wird, euch die Daumen drücken wird. Und ich glaube schon, wenn er dann gerade jetzt auch hier noch vor Ort ist mit dem Papp-Michael, dass er da halt auch wirklich euch das Glück vermittelt, was er ganz einfach haben müsste, um da die nächsten drei Punkte zu holen. Auch viel, also wirklich nur eine ganz kleine Anerkennung. Ist das schön. Aber das ist ein Jahreskalender. Dort haben wir wirklich über 52 Wochen alle Geburtstage zusammengepackt. Vielen, vielen Dank für die Figur. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Vielen Dank. Ne? Danke.